Nachdem wir natürlich endlich an der Höhle angekommen sind, sind wir natürlich bei einigen Trainern begegnet. Dort haben wir dann anschließend öftere Fälle auch mal uns geheilt oder sind dort auch mal aufgetreten. Und unser letzter Kampf war so rasant, dass wir wieder zum Poké Center rennen müssen. Ja, ich begrüße alle herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Ponymon. Ja, jetzt heißt es erstmal sputen, ab zurück zum Poké Center, denn Sweetie Belle hat den letzten Schlag noch geschafft. Ein richtiger Zufall und jetzt beginnt schon der nächste. Naja, ich kann so jetzt nicht groß kämpfen. Ob wir jetzt entkommen, das weiß ich nicht. Denn meistens ist es so, dass man nicht immer entkommen kann, wenn man ein Level unter den anderen ist. So. Ach, fast geschafft. Nachdem wir geheilt haben, können wir natürlich unser Abenteuer wieder fortsetzen. Aber das muss jetzt leider... Jetzt kann ich natürlich nicht entkommen. Ich kann immer noch nicht entkommen. Ja, dann werden wir wahrscheinlich jetzt so oder so im Poké Center gleich aufwachen, wenn dieser Kampf fehlschlägt. Nee, wir sind doch entkommen. Oh. Nein, da wollte ich doch gar nicht hin. Oh. Jetzt sind wir ein Stückchen weit nach der Seite gerutscht. Eieieiei. Nein, ach, das ist ja wieder. Was soll man dagegen machen? In diesen Spielen muss man natürlich damit rechnen. Ich habe leider keinen Schutz oder sowas, dass ich da irgendwie locker durchgehen kann. Hätte ich mir normalerweise mit kaufen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es jetzt in dem Markt gewesen ist. So! Endlich beim Poké Center. Ah. Ey, Pony Center. Das ist echt gewöhnungsbedürftig, ehrlich. Also, ja. Dann wollen wir uns auch gleich mal durchschlagen. Hoffentlich wird das diesmal nicht zu rasant. Ich wollte mal gucken, welches Pony natürlich jetzt oben ist. Damit wir jetzt keine falschen Ponys da plötzlich irgendwie vorgesetzt haben. Nein. Genau. Ich bin mal gespannt, ob wir das dieses Mal schaffen, diesen Dash zu entwickeln. Ach. Sind aber ziemlich weit gekommen diesmal. Weiter als wieder im Rückweg. Bringt nicht so viel. Wir müssen eh erstmal die Trainer da besiegen, sonst kommen wir nicht durch und werden wohl eine Ewigkeit in der Höhle verbringen und das wäre natürlich eine Schande. Ich weiß, viele werden wahrscheinlich jetzt deswegen meckern, wenn ich hier diese ganzen Kämpfe vermeide, aber der Punkt ist, wenn ich diese ganzen Kämpfe mache, muss ich ständig zum Poké Center rennen und das bringt im Grunde gar nichts, denn ich muss generell vielleicht sogar schon in echteren Fällen zum Poké Center rennen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass ich es hier so leicht durchschaffe. Bei Trainerkämpfen ist das wieder was anderes. Das sind aber jetzt Kämpfe, die ich lieber vermeiden möchte. Hier, der zum Beispiel, mit dem möchte ich gerne mal kurz kämpfen. Hoffentlich hat er nicht zu starke Ponys. Da kann ich nämlich meinen Dash auch ein bisschen weiter trainieren und dann kommen wir auch leichter durch. Eieiei, hoffentlich. Ja! Und schon geht's los. Unser Dash zeigt natürlich wieder auf richtige Power. Und zeigt auch, dass es nämlich ein bisschen abweichen kann mit der Stärke. Ich hätte wohl mehr von diesen Dashen mitnehmen sollen. Level 17. Jetzt dauert es wirklich nicht mehr lange. Und unser Dashy wird... Ah, da ist eine neue Attacke. Das kann ich... die hier nämlich entfernen, denn die bringt gar nicht so, wie ich weiß. Und dafür haben wir eine bessere Stampfattacke quasi. Lilly ist der zweite Zug. Probieren wir doch gleich mal aus. Ei!
Keine schlechte Attacke. Nein, ich will noch nicht tauschen. Ups. Mal sehen, wie es hier geht. Die Attacke ist wirklich gut. Also, Dash, die Attacke war ja auch schon ziemlich gut, aber die scheint ja ziemlich effektiv für manche zu sein. So, jetzt fehlt nur noch ein bisschen und dann sind wir auf Level 18. Oh, das ging ja jetzt ganz gut. Hoffentlich bleibt das so. Ach, da ist ein Ball. Den vermeide ich jetzt lieber. Ich weiß, dann kommen wieder die ganzen Ponys. Und jetzt kommt wieder einer. Ah. Little Mac oder Big Mac. Aber naja, eigentlich ist es ja Little Mac eigentlich im Grunde. Ja. Im Grunde ist das aber auch völlig jetzt egal. Denn wir wollen ja auch weiterkommen. Ai. Nein, ich wollte ihn jetzt eigentlich vermeiden, weil ich ihn eigentlich nicht nach vorne buddeln wollte, aber... Ach, was soll's? Was soll's jetzt? Geht's kein Zurück mehr. Manche Trainer, die will man halt nicht unbedingt machen. Andererseits kann man hier gut leveln. Andererseits muss ich dann wieder wahrscheinlich zum Pokécenter rennen. Und das ist nämlich der Nachteil dabei. Denn das Hin- und Her-Rennen, das nimmt so viel Zeit weg. Das ist einfach wirklich zeitaufwendig. Ich kann jetzt echt nur hoffen, dass ich das irgendwie so durchpacke. Ja, das war jetzt nicht so effektiv. Aber ich denke mal, wenn wir diesen Kampf hier jetzt wahrscheinlich besiegt haben, könnte es vielleicht dazu sein, dass unser Defi sich entwickeln könnte. Dazu muss aber wahrscheinlich der komplette Kampf hier gemacht werden. Aber die kriegen... Ich hoffe, dass wir die noch irgendwie kriegen. Das bringt ja gar nichts. Ich habe das dumpfe Gefühl, wir sind wohl ganz am Ende, dass wir unseren Dashen wirklich jetzt bald verlieren. Nein! Das kann doch jetzt nicht echt wahr sein. Das ist... Oh, das ist... Das kann nicht wahr sein. Das ist ja echt nicht normal. Dass ich hier die ganze Zeit versagen muss und ich kriege es nicht mal hin und die Zeit rennt und... Oh, wenn das so weitergeht, dann wird das so ein langes Let's Play jetzt auch noch werden, die nur mit dieser Höhle zu tun hat schon. Ai. Und wir kriegen dieses Pony nicht mal richtig hier besiegt. Das gibt's doch gar nicht. Muss doch irgendwie machbar sein. Wir müssen wahrscheinlich gleich wieder zurückrennen. Oh, ich hatte... Warum gibt es denn noch keinen Schutz am Anfang? Das kann doch nicht sein. Das schafft man doch so gar nicht. Ah, nein. Das kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Wir müssen den ganzen Weg gleich wieder zurück. Och, nee. Den ganzen Weg müssen wir gleich wieder zurücklaufen. Mit sehr schwachen Ponys. Ah.
und dabei ist wieder die Zeit abgelaufen. Ja, dann werde ich mal sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder bei dem Rückweg zum Pokécenter und wieder den Weg hier rauf. Das ist ja echt... Ja, ich bedanke mich wieder mal fürs Ansehen. Hoffe, es war nicht zu aufwendig und wir werden uns dann beim nächsten Mal versuchen, etwas durchzubeißen. Bis dahin, tschüsschen!